1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Talkwoche beginnt. Schön, dass ihr da seid. Und wir fangen wie immer montags mit einer freien und offenen Runde an. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, dann meldet euch hier bei uns 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Nathalie und Nathalie ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Nathalie. Guten Morgen, Domian. Hi. Hi. Um was geht's bei dir? Ja, also es geht um eine Chatbekanntschaft und ja. Zwar habe ich da einen Mann kennengelernt übers Internet. Mhm. Und ich habe mich irgendwie in den verknallt. In diesen Mann? Ja. Bevor wir über diesen Mann reden, muss ich dich mal eben ganz kurz unterbrechen, weil ich muss hier mal einen Monitor ausschalten. Der macht mich ganz jeck hier. Okay. Den sehe ich hier am Rande. Jetzt ist es besser. So, den Mann im Internet kennengelernt. Was ist jetzt das Problem dabei? Da könnte man ja sagen, super. Ja, nee, also wir haben erstmal einen Monat miteinander geschrieben. Wie alt ist denn der Mann überhaupt? 34. 34? Ja. Naja, ist gleich ein kleinen Tick. Naja. Naja, ich will jetzt nicht sagen zu alt, aber ist ja an der Grenze, ne? Geht ja, noch. Ja. Okay. Aber ich mag ihn halt, ne? Und wir haben erst miteinander nur geschrieben, also geschattet. Und wir haben uns bis jetzt dreimal schon getroffen. Ja, der wohnt in deiner Umgebung? Ja. Mhm. Und also irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass er eine Freundin hat, ne? Ach so. Ja, oder halt sogar eine Frau, aber ich denke eher eine Freundin. Woraus nähert sich das Gefühl? Wie kommst du auf das Gefühl? Ja, also es ist am Wochenende hatte sein Handy aus. Mhm. Und unter der Woche, wenn ich mal frage, darf ich mal anrufen, dann sagt er immer nein, jetzt geht's wirklich nicht und so, immer. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er wirklich eine Freundin hat. Und ich frage ihn ja auch immer. Und er sagt dann einfach, nein, ich habe keine Freundin und bla bla. Und jetzt auf einmal hat sich seine Ex wieder gemeldet. Sagt er? Ja. Ja. Und weiter? Jetzt hat sich die Ex gemeldet und... Sie will sich mit ihm mal treffen. Also hat er mir so geschrieben, es geht halt um Aktien und so, hat er mir gesagt. Aber das glaube ich nicht. Und Die Ex will sich mit ihm treffen, es geht um Aktien. Ja. Und halt um irgendwie so ein Trott. Ich glaube es nicht. Diese sogenannte Ex, mit wie lange war er denn mit dieser Ex zusammen, angeblich? Boah, das weiß ich gar nicht genau. Mhm. Ich glaube, ein Jahr oder so. Aber er sagt zu dir ganz definitiv, er hat keine Freundin. Ja, immer wieder, aber es bedeutet alles. Aber du kannst zum Beispiel in der Woche den nicht so ganz normal anrufen? Nee, weil er nicht will. Weil er nicht will. Aber du kannst SMS schicken? Ja, aber da kommt meistens gar keine Antwort. Ja? Ja. Das geht jetzt wie lange schon? Boah, also... Jetzt dass er nicht antwortet, oder? Nee, überhaupt, dieser Kontakt mit diesem Mann. Jetzt knapp 2 Monate. 2 Monate. Gab es schon Näheres zwischen euch beiden? Hattet ihr Sex schon? Ja. 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 Oft schon? Nee, einmal, also jetzt beim letzten Treffen, und er war ja auch mein Erster. Ach so, er war dein Erster? Ja. Oh. Das habe ich ihm gesagt hinterher, ne? Also ich meine, vorher wollte ich einfach mit keinem irgendwie was machen. Mhm. Und erst hat er es mir natürlich nicht abgenommen, ist ja auch, ne? Kein Wunder, aber... Ja. Gut. Ist halt so, ehrlich. Ja. War es denn für dich okay? War es gut? Oder? Also, ich würde mal nicht sagen, ich kann es nicht beurteilen, weil es ging nicht gerade lange. Ja. Aber, ja. Ja. Also, ist noch steigerungsfähig. Ja. Das Ganze, kann man so sagen. Mhm. Ja. Wo trefft ihr euch denn immer, wenn ihr euch trefft? Also, wir haben uns jetzt die letzten Male in einem Park getroffen, hier in meiner Umgebung. Mhm. Und... Ja, der kann auch nicht seine Finger vor mir lassen. Also der grabbelt dann wirklich überall rum, wo es nur geht. Also genau, wenn ihr euch trefft, dann grabbelt er dich sofort an. Wo habt ihr miteinander geschlafen? In einer Wohnung. In einer Wohnung? Ja. Nicht in seiner Wohnung? Nein. In was für einer Wohnung? In welcher Wohnung? Ja, in so einer Wohnung, die noch leer ist. Also ist eine ganz leere Wohnung praktisch. Und wie kommt ihr in diese Wohnung rein? Wie wusstet ihr von der Wohnung? Ja, von meiner Schwester habe ich die Schlüssel bekommen. Ach so. Ja. Ach so. Das heißt, der hat dich auch nicht zu dir nach Hause eingeladen? Nein, das ist ja alles das Problem. Ne? Mhm. Also, ich habe auch schon sein Auto durchsucht, ne? Mhm. Ob ich irgendwas von der Frau finde, aber nichts. Mhm. Das ist in der Tat sehr merkwürdig. Mhm. Das ist in der Tat sehr merkwürdig. Ja. Ja.
Hast du den Eindruck, dass der, den Eindruck hast du, ne? Dass der sehr auf das Körperliche fixiert ist? Ja. Also gleich anfassen und so weiter. Ja. Mhm. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja, das ist halt noch her. Ja. Wissen die davon, von dieser Geschichte? Meine Mutter, mein Vater eher nicht. Der nicht. Und was sagt die Mutter? Ja, meine Mutter, tja, die sagt da halt nichts zu, ne? Also die sagt, das ist meine Sache. Hast du ihr das auch schon so erzählt, wie du es mir gerade erzählt hast, geschildert? Ja, ja. Und da sagt sie immer noch nichts dazu? Ja doch, also sie hat mir halt schon was gesagt. Also sie denkt auch, dass er eine Freundin hat. Und sie sagt halt, sie kann ihn halt auch nicht also über ihn sagen, weil sie will natürlich nicht irgendwas sagen, wenn es nicht so ist. Ne? Ja, also, ja gut, aber man hat ja eine Meinung. Gerade als Mutter muss man ja auch irgendwie eine Verantwortung, trägt man eine Verantwortung. Ja. Also sie meint, ich sollte dann eh schon eher die Finger von ihm lassen. Also ja, sagt deine Schwester das auch? Was? Sagt deine Schwester das auch? Meine Große? Ja. Nee, also die weiß davon nichts. Achso, ich dachte, die hätte das mit der Wohnung arrangiert. Ja, also nee, die hat mir den Schlüssel nur gegeben, wenn ich ihr gesagt hätte, nee. Achso, du hast ihr nicht gesagt, wir wollen da mal... Nein. Sagen. Ah, verstehe. Nein. Nathalie, also mein Bauchgefühl, es klingelt an jeder Ecke. Das sind Warnklingeln. Das sagt mir auch, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Der Typ, der will dich ausnutzen. Das klingt alles nicht gut. Wenn das ein ehrlicher Typ wäre, dann hätte der dich längst zu dir nach Hause eingeladen und könntest du dir natürlich anrufen. Und alles wäre in einem normalen Verhältnis miteinander. Aber so irgendwie draußen im Park sich treffen, dann in irgendwelche Wohnungen gehen und ist alles irgendwie eine komische Geschichte für mich. Ja, aber was soll ich denn machen? Der sagt mir ja einfach nichts. Ich habe auch schon gesagt, sag mir, dass du eine Freundin hast. Ist scheißegal, es bleibt alles dabei. Ja, ja. Wie ist denn dein Gefühl für diesen Mann? Ja, also, also wie Gefühl? Ja, also, bist du ja verknallt in den, oder? Ja, ich denke schon. Zumindest haben sich da schon ein paar Gefühle. Ja, und sagt der so etwas Ähnliches auch zu dir? Sagt der, ich bin in dich auch verliebt? Oder sagt er gar nichts? Nein, er sagt gar nichts. Er schreibt mir halt nur immer oder ganz, ganz selten kriege ich auch mal eine SMS. Und wenn ich eine Antwort kriege, schon gar keine Antwort mehr. Ja. Wie oft so in der Woche seht ihr euch? Bis jetzt war es eigentlich nur jeden Mittwoch. Jeden Mittwoch. Auch das ist komisch, ne? Warum immer Mittwochs? Ja, also weil wir uns an einem Mittwoch sozusagen kennengelernt haben in einem Park. Also wir haben uns das erste Mal mittwochs getroffen. Ja. Ist ja kein Grund, dass man dann sich immer nur Nein, mittwochs... ist es nicht. Also ich weiß nicht, hat einfach immer so gepasst. Nathalie, ich habe ein ungutes Gefühl bei der Geschichte. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn du dich ja weiter darauf einlässt. Ich glaube, der spielt ein Spielchen mit dir. Was auch immer da sein mag, aber du bist sehr jung, der steht vielleicht auf sehr junge Frauen und der ist interessiert an der Sexaffäre wahrscheinlich. Und lässt dich so nebenher laufen, neben seinem Hauptleben. Vielleicht hat er eine Familie, vielleicht hat er Kinder, man weiß es ja alles gar nicht. Solange der dir nicht wirklich klaren Wein einschenkt und dir wirklich sagt, was los ist und dich mit nach Hause nimmt und so, würde ich auf Distanz gehen zu dem Typ. Letztendlich wirst du dann nur unglücklich mit. Du kannst ihn ja vor die Alternative stellen. Pass mal auf, entweder jetzt hier Fakten auf den Tisch oder ich bin weg. Ich habe die Sorge, dass der dich ausnutzt. Ja, aber was ist denn, wenn er wirklich gar keine Freundin hat? Ich meine, dann kann das dir ja beweisen. Dann soll er dir erklären, warum du nicht anrufen darfst. Dann soll er dir erklären, warum du nicht mehr in seine Wohnung darfst und so weiter. Wenn das ein Single-Mann ist, dann könntest du ja den ja zu jeder Zeit auch besuchen kommen zu Hause. Stimmt. Dann könntest du den zu jeder Zeit anrufen. Natürlich, man freut sich doch, wenn man einen Anruf von dem bekommt, in dem man ein bisschen verknallt ist oder den, der einen interessiert. Also, Vorsicht, 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 Nathalie. Also, das ist ja noch relativ frisch und so groß verliebt bist du noch nicht, dass du nicht mehr zurück kannst. Geh jetzt zurück. Je länger du dich darauf einlässt und da involviert wirst in die ganze Sache, umso schwieriger ist es, da rauszukommen. Ist mein Tipp von meinem Eindruck dessen, was du da erzählt hast. Ich kann das nicht richtig beweisen. Aber du kannst ihn ja wirklich vor die Alternative stellen. Hier, entweder Karten auf den Tisch oder tschüss. Finde ich völlig legitim. Finde ich, hast du alle Sympathien auf deiner Seite? Darfst du? Finde ich. Ja. Nathalie. Ich hoffe, dass du weiterkommst. Ja, hoffe ich auch. Und dass es gut ausgeht vor allen Dingen. Ja. Wünsche ich dir wirklich. Ja, alles gut, alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer. Und wenn ihr mailen wollt, bitte domian@wdr.de und 0800 220 50 50 die Nummer.
Hier ist Anna. Anna ist 28. Hallo Anna. Hallo Domian. Hallo Anna. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um meine Medikamentenabhängigkeit. Mhm. Und was das Schlimmste daran ist, ich bin Krankenschwester, ich komme jederzeit an die Medikamente ran. Nimmst du dir illegal die Medikamente im Krankenhaus? Ja. Oh. Was sind das für Medikamente? Starke Schmerzmittel zum Beispiel, was auf Opiatbasis wirkt, Beruhigungsmittel, damit ich schlafen kann, sowas. Wie lange geht das jetzt schon so? Seit 2 Jahren. Warum ist das so? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, warum das ist. Es hat so schleichend begonnen. Fällt das nicht auf, wenn du solche extrem starken Schmerzmittel nimmst? Sind die nicht besonders eingeschlossen? Muss man da nicht Buch drüber führen im Krankenhaus? Nein, weil das Haus bei uns ist groß und da kann man ja auf jede Station gehen und fragen, habt ihr das, habt ihr das? Hm. Sind das solche starken Mittel, die beispielsweise auch Krebspatienten bekommen? Nicht so krass. Also das reine Morphium zum Beispiel nicht. Das nicht? Aber schon sehr starke Schmerzmittel. Genau. Was macht das mit dir, wenn du, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man ein sehr starkes Schmerzmittel nimmt, obwohl man keine Schmerzen hat? Was bewirkt das im Körper? Das macht einfach total euphorisch. Mhm. Und ich bin zum Beispiel jemand, der sehr still ist, der nicht so viel redet. Und mit dem kann ich halt gut reden. Mhm. Wie viele Tabletten nimmst du denn da so pro Tag? Also das sind Tropfen, das sind so 10 Milliliter in einer Flasche und dann nehme ich halt 5 Milliliter am Tag. Du wirst das besser einschätzen können, ich weiß es nicht, das ist schon sehr viel. Ja, ja. Hm. Haben diese Mittel Nebenwirkungen? In der Regel ja doch, ne? Bei dir auch? Also ich merke es jetzt körperlich nicht. Hm. Aber wenn ich jetzt zum Blutabnehmen gehen würde, dann glaube ich, wird man schon die Leberwerte, wird man das schon erkennen. Ja, dich hat noch niemand erwischt dabei, wenn du das genommen hast. Nein. Hm. Wer weiß überhaupt von dieser Sucht, von dieser Arzneimittelsucht? Also die Einzige, die es weiß, das ist meine Arbeitskollegin. Hm. Es sind nicht ausschließlich Schmerzmittel, sondern du sagtest gerade auch noch Beruhigungsmittel, die dann zur Folge haben, dass du besser schläfst, oder? Genau. Hm. Jetzt ist es tiefe Nacht. Oder schon tief, ja, es ist tiefe Nacht. Hast du heute oder ist gerade auch was genommen, um dich zu trauen, hier anzurufen? Nein, das nicht. Hm. Aber es vergeht kein Tag, wo du nichts nimmst. Ja, das ist ja das Schlimme. Hm. Hast du denn schon mal für dich ausprobiert, mal einen Tag oder vielleicht sogar 2 Pause zu machen? Habe ich schon ausprobiert, aber dann bin ich zu Tode deprimiert. Es geht dir ganz schlecht. Ja. Geht es dir sonst in deinem Leben auch sehr schlecht? Bist du ein einsamer Mensch zum Beispiel? Ja, schon. Erzähl mir mal von deinem Umfeld. Naja, ich gehe halt in die Arbeit und danach gehe ich wieder nach Hause. Also. Es gibt keinen Freund? Nein. Keinen Partner? Nein. Hattest du mal einen Partner? Nein. Noch nie? Nein. Warst du schon mal verliebt? Ja, schon. Und was ist daraus geworden dann? Ja, der hat mich halt sehr enttäuscht und der wollte mich damals nicht und... Hast du denn schon mal mit einem Menschen geschlafen, Sex gehabt? Ja, aber da war ich noch ganz jung. Da warst du ganz jung? Was heißt das? Das heißt? Da war ich 18 und ich wollte halt einfach wissen, wie das ist. Ach so, du warst schon 18 Jahre alt, das ist kein sexueller Missbrauch gewesen. Nein. Hast du denn, wenn schon kein Partner, so Freunde um dich herum, manchmal zumindest? Manchmal, aber halt selten, weil die haben ja alle ihr eigenes Leben und Kinder und heiraten und ja. Leben deine Eltern? Meine Mutter ist jetzt vor einem Jahr gestorben. Ja. Und der Vater?
mit meinem Vater habe ich nie wirklich guten Kontakt gehabt. Der, ja. Als deine Mutter gestorben ist, das ist natürlich ein sehr schlimmes und furchtbares Ereignis für ein Kind, eine Tochter. Ist es dann noch schlimmer geworden mit dem Missbrauch, mit dem Medikamentenmissbrauch? Also anfangs habe ich das nicht so richtig realisieren können, wie meine Mutter gestorben ist. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, jetzt verschlimmert sich das alles. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht von meiner Mutter träume. Du hattest ein gutes Verhältnis zu der Mutter? Auch nicht immer, aber sie war halt meine Mutter. Mhm. Ist sie plötzlich verstorben? Ja. An was? Plötzlicher Herztod. Mhm. Eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Jetzt lebst du ja in einem hohen Risiko, Anna. Einmal in dem hohen Risiko, deine Gesundheit kaputt zu machen, das muss ich dir als Krankenschwester nicht erzählen. Mhm. Du lebst natürlich auch in dem Risiko, ich weiß nicht, unter Umständen deinen Arbeitsplatz zu verlieren. Denn du begehst ja Diebstahl. Mhm. So muss man das ja sagen. Ja. Das fällt vielleicht nicht so schwer ins Gewicht, wenn du da so einige Tropfen nimmst. Aber du nimmst sie ja nicht einmal in der Woche oder so, sondern das ist ja schon regelmäßig. Ja. Das ist dir klar, ne? Das heißt, du bewegst dich im Moment auf sehr dünnem Eis. Das bedeutet, da muss ganz schnell etwas Einschneidendes passieren. Du hast ja hier jetzt heute schon angerufen und erzählst mir das. Das ist ja schon ein großer Fortschritt, finde ich. Wahrscheinlich eine große Sache auch für dich überhaupt, dich hier zu melden. Ja, schon. Denn wenn du dich so als schüchtern bezeichnest und es weiß sonst niemand, das dann hier so zu erzählen, ist schon ein großer Schritt, finde ich. Mhm. Warst du, sagst, das hat vor 2 Jahren angefangen. Mhm. Warst du vorher auch schon eher so ein eher trauriger Mensch und stiller Mensch? Ja. Mhm. Diese Traurigkeit, hast du eine Ahnung, welchen Ursprung die Traurigkeit hat, woher das kommt? Nein, das weiß ich eigentlich nicht. Hat das mit wahrscheinlich halt immer von diesem Alleinsein, der Beruf ist viel zu ungenügend. Mhm. Der Beruf ist ungenügend, wie meinst du das? Es war immer mein Traumberuf, Krankenschwester zu werden. Ich wollte nie was anderes werden. Mhm. Aber man hat ja keine Zeit für die Patienten. Mhm. Das ist die reinste Maschinerie und es ist einfach furchtbar. Das heißt, du fühlst dich in dem Buch auch überfordert, nicht aufgrund dessen, was du da machen musst, sondern weil du in so einem großen Zeitdruck stehst. Genau. Und dann dich nicht mit den Patienten und den Menschen so beschäftigen kannst, wie es eigentlich nötig wäre. Ja. Das kommt zu allem noch hinzu. Wahrscheinlich hat das auch noch viele andere Ursachen, die vielleicht noch ferner liegen, vielleicht auch in der Familie oder wie auch immer. Was ich sehr wichtig und gut fände, du hast bestimmt einen Vorgesetzten, mit dem du gut kannst. Mhm. Ist das so? Ja. So, das halten wir mal fest und legen wir eben zur Seite. Ich würde dir dringend raten und ich kann dir gleich auch noch ein paar Informationen an die Hand geben hier von unserem Hintergrund, meiner Psychologin, dass du dich therapeutisch behandeln lässt. Genau auf diesen Suchtfall bezogen, dass du sofort etwas in die Wege leitest. Mhm. So, und dann würde ich ein vertrauliches Gespräch führen mit dem Vorgesetzten. Aber dann schon gleich sagen, dass du etwas in die Wege geleitet hast. Ja. Weißt du, ich sage das deshalb, man könnte ja jetzt sagen, okay, komm, schwamm drüber und nur ist gut. Aber ich möchte, dass du abgesichert bist. Wenn irgendwie doch noch was durchsickern sollte, nicht, dass du dadurch berufliche Schwierigkeiten bekommst. Mhm. Wenn du einen Vorgesetzten, einen guten Typ hast und der kapiert, dass du in Not gehandelt hast, denn Sucht ist eine Not, und du auch jetzt Maßnahmen eingeleitet hast, da rauszukommen, wird es sicher eine gute Lösung geben, die für euch alle in Ordnung ist. Aber da musst du jetzt ein bisschen aus deinem Schatten heraustreten. Ja. Und das wird dir schwerfallen, das weiß ich. Aber nur so geht das. Du machst dich kaputt. Mein Gott, normal, du bist Krankenschwester. Und abgesehen davon machst du dich auch seelisch kaputt. Weil es ja nun überhaupt keine Lösung ist. Und es wird immer mehr und immer mehr. Irgendwann wirst du auch ganz starke Medikamente nehmen müssen, um
dein Level zu halten. Und peu à peu gehst du seelisch vor die Hunde. Weißt du, ich glaube, es wäre sogar sicher angebracht, wenn du in dieser Sache gezielt behandelt würdest und vielleicht dieses kombiniert mit einer richtigen, soliden Psychotherapie, um mal herauszubekommen, was da los ist und warum du so traurig bist und warum da so viel Finsterheit ist. Wärst du dazu bereit? Ja, bereit schon. Aber? Ja, ich habe halt einfach Angst, dass ich es nicht schaffe. Verstehe. Aber wenn du es nicht versuchst, schaffst du es überhaupt nicht. Verstehst du? Ja. Nur wer es versucht, schafft es irgendwann. Nur dann hast du eine Chance. Und vielleicht ist es jetzt auch gar nicht so schlimm und noch nicht so weit entwickelt, dass es besonders schwer ist. Vielleicht schaffst du es sogar sehr gut, wenn du es gezielt angehst. Mhm. Wenn du es nicht versuchst, hast du verloren. Dann ist alles vorbei schon. Dann wirst du dich noch ein paar Jahre vielleicht so hinhangeln und dann bricht das ganze System zusammen. Die Seele, der Körper, der Beruf. Ich sag's nochmal, ich finde es toll, dass du hier angerufen hast. Ich meine mir das schon vorstellen zu können, was für eine große Aktion das für dich war. Jetzt geh auch weiter. Und jetzt möchte ich, dass du noch mit meiner Psychologin sprichst. Die hat das Gespräch mit angehört. Das ist die Simone. Mhm. Mit der kannst du vertraulich weitersprechen. Ihr könnt gemeinsam beraten, was du tun könntest, wie du es angehst. Und da musst du es allerdings auch selbst in die Hand nehmen. Ja? Ja. Mhm. Liebe Anna, ich wünsche dir von Herzen viel Glück und viel Kraft. Danke. Wirklich. Und jetzt legst du bitte auf und Simone ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen ist, morgen ist Muttertag. Das hat man aber wirklich sehr seltsame Versprecher im Kopf. Morgen ist Thementag. Morgen ist Thementag. Und morgen heißt unser Thema Schuld. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die sich schuldig gemacht haben und die mit dieser Schuld nicht zurechtkommen, die es einfach nicht schaffen, die immer und immer, immer und immer wieder daran erinnert werden und dadurch ihr ganzes Leben blockieren. Und ich möchte gerne auch mit Leuten sprechen, die einen Weg gefunden haben, mit ihrer Schuld klarzukommen. Also, Schuld ist das Thema morgen und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eine Schuld tragen, eine Schuld haben und damit nicht fertig werden. Oder gerne auch Leute, die eine Lösung gefunden haben, vielleicht auch so mit sehr großer Schuld leben zu können. Ab 0 Uhr könnt ihr wie immer anrufen und um 1 beginnt die Sendung und während der Sendung natürlich dann auch 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Micha. Micha ist 28. Hallo Micha. Hallo Domian. Und da gibt es eine Sabine auch noch bei dir. Genau. Ist das deine Freundin? Genau. Die ist 23. Genau. Können wir zu dritt sprechen oder musst du den Hörer hin und her halten? Nee, wir haben Lautsprecher. Lautsprecher, das ist gut. Hallo Sabine. Hallo Domian. Ist schön, dass ihr da seid und ich bin gespannt, weswegen ihr anruft. Also, meine Freundin lebt seit 2 Jahren das Leben einer Hexe. Ach. Die Sabine, du lebst seit 2 Jahren? Nur Sabine. Bitte? Nur Sabine. Ja, ja, Sabine. Sabine lebt seit 2 Jahren das Leben einer Hexe. Genau. Sabine, was ist das? Wie lebt man das Leben einer Hexe? Ja, ich habe, vor 2 Jahren ist mein Vater gestorben. Mhm. In einem Autounfall. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, halt mich zurückzuziehen in so Büchern und alles. Mhm. Ja, und seitdem habe ich das Zimmer... Oh mein Gott, das Zimmer auch Wieso? Na, jetzt trauen sie sich nicht. Jetzt trauen sie sich nicht weiterzuerzählen. Na, das ist ja ein Ding. Nun war das ja so spannend. Ich hätte ja gerne mal gehört, wie man denn als Hexe lebt und was man da so macht. Aber ich habe hier auch schon mal gelernt in der Sendung, dass es schwarze Hexen gibt und weiße Hexen. Und mit schwarzen Hexen ist nicht zu spaßen. Aber die weißen Hexen haben ja schon hier interessante Sachen erzählt. Vielleicht kann ich heute Abend noch mit der einen oder anderen Hexe reden. Ist doch mal eine schöne, spontane Idee. Also wenn uns eine Hexe zuschaut oder zuhört, ruft gerne an und bitte an. Ich würde mich sehr gerne mit euch unterhalten. Weiße Hexen, vielleicht auch mit schwarzen Hexen. Dann erfahren wir mal ein bisschen Hintergrund, was denn
eine schwarze Hexe alles so macht. Peter ist hier. Peter ist, wo ist er? Hier, 70 Jahre alt. Hallo Peter. Hallo? Ja, hallo. Ja, spreche mit Peter. Ja, du hast vergessen, mein Alter da zu sagen. Nein, ich habe 70 Jahre gesagt. Ach so, gut, habe ich nicht gehört. Stimmt das? Ja, stimmt. Klingst also, aber viel jünger. Du wirst ja fragen, was will der alte Krauter hier oder Grufti, wie man Nein, sagt. Ich sage ja, dass du viel jünger klingst. Aber dennoch frage ich dich, was du, was der Grund ist deines Anrufes. Also der Grund meines Anrufs, ich habe keine Probleme. So, okay. Ist was anderes. Also nichts, null Probleme. Ja. Und ich wollte mal anschließen an diese Diskussion und den Partner, mit dem du mal diskutiert hast, die Sache mit der Auswanderung und der Rückwanderung ja. und des Heimatgefühls. Genau, ich hatte vorige Woche, glaube ich, einen Menschen, ja, der... Genau. Ich wollte gleich anrufen und anschließen. Genau, der wollte am nächsten Tag nach... Kanada. Nach Kanada, genau, nach Kanada auswandern. Hast du da Erfahrungen mit Auswandern? Auswandern und Rückwandern und Heimat. Ach, guck. Das heißt, wann hast du entschieden, auszuwandern? Wie alt warst also, du da? Ich fange mal so an, es hat sich so ergeben. Ich habe, mein Leben wurde globalisiert, ohne dass ich das gemerkt habe oder gewollt habe, als es das Wort Globalisierung noch gar nicht gab. Durch was? Also ich habe in drei Ländern studiert durch Stipendien, die ich gekriegt habe. Was hast du studiert? Volkswirtschaft. Volkswirtschaft, ja. So, und dann habe ich anschließend in 11 Ländern gewohnt, mit Haus, Hof und Hund. Und hast bei verschiedenen Firmen dort gearbeitet? Na, erstmal mit einer Firma, die mich überall rumgeschickt hat. Ja, verstehe. Ja. Und, dann bin ich in das Weltbanksystem, also das ist sicher bekannt, geraten und wurde dann in Asien eingesetzt, überwiegend, und habe also da noch mal viele Jahre gearbeitet. Das heißt, du hast per Beruf schon sehr viel von der Welt gesehen damals. Genau, und habe mich, und das Entscheidende, ich habe mich überall wohlgefühlt. Ja. Und dann kam die Idee, auszuwandern? Nein, ich bin ja gar nicht ausgewandert. Also ich war ja gleich nach dem Studium. Ich hatte eigentlich nie in Deutschland gearbeitet, ach so. Außer so Studentenjobs. Ach so, du bist quasi indirekt ausgewandert, obwohl du es gar nicht wolltest. Ja, es hat sich so ergeben. Es hat sich so ergeben. Und bin dann erst nach meiner Pensionierung als Rentner wieder zurückgekommen. Das ist ja verrückt. Das heißt, wie viele Jahre insgesamt warst du im Ausland? Oh, 40 Jahre. 40 Jahre im Ausland. 40 Jahre nicht in Deutschland gelebt. Nein. Nur ab und zu mal zu Besuch. Besuche, aber auch wenig. Weniger. Ach, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also die Sache sieht so aus, nicht wahr? Ich habe in drei Ländern studiert, dann in 11 Ländern mit einem richtigen Haushalt gewohnt und ungefähr in 20 Ländern beruflich war ich tätig. Wahnsinn. Was war von diesen vielen Ländern, in denen du in deiner 40-jährigen Arbeitszeit gelebt hast, das für dich beeindruckendste und schönste? Also es gibt so viele schöne Dinge. Naja, aber es gibt vielleicht ein Land, wo man sagt, da habe ich mich besonders wohl gefühlt. Da jagt sich eine Schönheit nach der anderen. Also das ist... Kannst du gar nicht so sagen. Da, wo ich lange war, habe ich mich wohl gefühlt. In Indonesien, in Malaysia, in den Philippinen. Aber ich habe mich auch in Amerika wohl gefühlt. Ja. Wie kam denn dann die Entscheidung, nach so vielen, vielen, vielen Jahren zurück in dieses dann für dich doch fremd gewordene Deutschland zu gehen? Ja, ich hätte also in vielen anderen Ländern ansässig werden können. In unserem Beruf und mit den internationalen Organisationen, mit denen ich gearbeitet habe, hätte ich also auch nach Kanada gehen können. Ja, genau. Aber auch erwogen, Amerika oder irgendwo in die Karibik oder auch da in den Philippinen geblieben. Aber Heimatgefühl, ich sagte... Der Kreis hat sich geschlossen. Ich fühlte mich also doch immer noch als Deutscher und vor allem nach der Wiedervereinigung war das ohnehin interessant, zurückzukommen als Berliner. Ach so, du bist Berliner. Ja, und ja, das ist natürlich was Besonderes. Das hat man wirklich da mal ganz doll im Blut. Ne? Und jetzt wohne ich im Umland von Berlin, mitten im Wald. Und nach diesen aufregenden Städten wie Kairo oder Bangkok oder New York... Ist das ein Idyll? ...Städten habe ich jetzt also das absolute Gegenteil. Du hast gerade einmal das Wort wir gebraucht. Gehe ich davon aus, dass du all die Zeit eine Partnerin hattest? Ja, natürlich. Also ich habe seit 32 Jahren eine Frau. Ist sie auch Deutsche? Nein, also sieht ja jetzt so aus. Also meine Rente kommt aus Amerika. Aha. Die Krankenkasse ist in Belgien. Steuern zahle ich hier. Ja. Und die Frau kommt aus Afrika. Die kommt aus Afrika. So. Also komplizierter geht's nicht.
Aber es hat sich alles unter einen Hut bringen lassen. Okay, das kann ich verstehen, dass man dann zu den Wurzeln zurück will. Und als Berliner, das hat man ja sowieso im Blut. Ja. Wie ist es aber bei deiner Frau? Für sie aus Afrika und durch die ganze Welt gereist, ist Berlin doch sicher etwas ganz völlig Fremdes, wenn du da im Wald in Brandenburg lebst. Ja, sie hat ja inzwischen schon ein Geschäft in Berlin aufgebaut. Ach so. Ist ja nicht weit und sie ist in Berlin tätig. Ne? Ja. Also die ist so völlig integriert schon und ja, die Frau war auch ein großer Grund, dass er nach Deutschland kam, obwohl sie gar nicht viel Erfahrung hatte. Hier waren ja immer noch kurz zu Besuch. Aber die alten Mythen der wunderbaren Bildung, die man in Deutschland seinerzeit noch hatte, nicht wahr, das hat sich im Ausland noch gehalten. Mhm. Und sie wollte unbedingt, dass unser Kind in Deutschland in die Schule geht. Ach so. Als ich dann hier ankam, habe ich erst mal gemerkt, wie ihr hier über 30 Jahre abgebaut habt. Hm? Ja, also, ja allerdings. Wie alt ist deine Frau, wenn ich fragen darf? Die ist 15 Jahre jünger. Die ist 15 Jahre jünger. Und euer Kind ist dann auch schon... Den haben wir ja spät auf Kiel gelegt. Der ist erst 20. Ja, immerhin auch schon aus dem Allergröbsten so raus. Ja, ja. Wenn man so lange im Ausland ist, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, 40 Jahre durch die Welt zu reisen. Ja, ich muss erst wieder ein bisschen Deutsch dazu lernen. Das wollte ich gerade fragen. Hast du die Sprache nicht irgendwie vergessen? Ja, wir haben immer Englisch gesprochen, Arbeitssprache, auch in der Familie. Mhm. Und wenn ich nach Deutschland kam, haben die Leute immer gesagt, doch für einen Amerikaner sprechen sie ganz gut Deutsch. Merkt man jetzt aber nicht mehr. Jetzt hört man den Berliner schon wieder raus. Schon wieder, ja. Jetzt fallen mir immer noch Worte ein, die ich schon seit Jahrzehnten nicht gebraucht habe. Wie lange bist du jetzt schon wieder in Berlin, in Deutschland? Ja, 6 Jahre. 6 Jahre. Würdest du für dich sagen, das war genau die richtige Entscheidung, jetzt im etwas gehobeneren Alter wieder in die Heimat zurückzugehen? Ja, ja. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Und ich bin nicht der Einzige. Ich hatte ja auch Kollegen und viele andere, die den gleichen Lebenslauf hatten, im Ausland gearbeitet haben. Und es ist vielfach so, dass die auch wieder nach Deutschland zurückgekommen sind. Ich meine, du hast natürlich auch eine sehr gute Wahl getroffen. Du wohnst jetzt im schönen, im grünen, in dem wunderbaren Umland von Berlin. Ja. Und hast dennoch, wenn du es möchtest, die Weltmetropole Berlin vor der Haustür. 35 Minuten Autofahrt. Das ist natürlich... Es gibt keine anderen Großstadt, in der ich, oder Hauptstadt, wo ich mal gewohnt habe. Da fährt man hunderte von Kilometern, um irgendwo wegzukommen. Ja. Gibt es denn, ich frage es doch nochmal, ich habe es gerade schon mal gefragt, wenn es jetzt nicht Berlin und in Deutschland geworden wäre, ein anderes Land, was so den Rang hätte einnehmen können, wo du dich hättest niederlassen wollen? Ja, auch Kanada. Kanada. Warum? Weil es teilweise wie in Amerika ist, aber doch mehr europäisch. Mhm. Deswegen fühlen sich da unsere Auswahl auch sehr, sehr wohl. Wie viele Sprachen hast du in all diesen Jahren gelernt? Ja, also ich musste Spanisch lernen, ich musste Tagalog lernen, ich musste was ist das? Indonesisch lernen, aber eben meistens so, dass nicht auf professionellen Ebene. Also es lief alles letztendlich über Englisch ab und im Geschäftlichen sowieso dann. Ja. Ja. Also ich wollte damit auch jungen Leuten, die sich vielleicht davor scheuen, mal in die Welt zu gehen und was anders zu machen und flexibel zu sein und mobil zu sein, das wird ohnehin notwendig in den Jahren, kommenden Jahren. Ich wollte denen mal Mut zusprechen. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache und vor allen Dingen auch eine sehr interessante Sache, die du da gemacht hast. Ich glaube auch, dass es immer wichtiger wird, dass man rausgeht. Ja, ja, also einmal ja, beruflich. Ja. Ich finde es aber auch so für die eigene Erfahrung, dass man einfach andere Kulturen kennenlernt, also, dass man weiß, wie andere Menschen leben und so weiter. Dann so ist es mir früher gegangen. Je mehr ich rausgefahren bin, desto mehr habe ich mein Land schätzen gelernt. Ja, siehst du, so ist es wahrscheinlich bei mir auch. Ja, gekommen. Wahrscheinlich, ja, ja. Und man sieht dann, wenn man von außen auf die Sache sieht, hat man auch ganz anderen Einblick. Ja. Ich verstehe Deutschland sehr viel besser als Leute, die hier leben und die Wechsel und den Wechsel gar nicht so mitbekommen. Ne? Gab es etwas, so was man vielleicht so typisch Deutsches nennt, was du all die vielen Jahre so gedacht hast, ach, da habe ich schon Sehnsucht nach, das hätte ich schon gerne mehr in und um mein Leben herum? Ja, nachdem ich so lange weg war, hatte ich ja kaum Freunde. Also den guten, alten, besten Freund, der ein ganzes Leben mit dabei ist, den hat man in solcher Situation nicht. Aber ich fühle mich also die Rechtssicherheit in diesem Land, die ich in den meisten anderen Ländern, erstens als Ausländer, nicht habe und vor allen Dingen nicht in Drittweltländern. Und und das Wetter. Ich habe mich immer nach den Jahreszeiten gesehen. Also ich war ja überwiegend in tropischen Ländern auch tätig. Ja. Und die Jahreszeiten habe ich vermisst und das wechselhafte Wetter. Mensch, und die Deutschen jammern immer über das Wetter. Jammern. Mann, ich meine, ihr habt es ja im Moment wunderschön. Da oben ist es ganz heiß, ne, zurzeit. Ja, also wenn du in den Tropen wohnst, gibt es 2 Jahreszeiten. Ja, ich sage mal, furchtbar. Halbes Jahr Schlamm und der andere halbe Jahr ist trocken Staub.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, Peter. Das war sehr aufschlussreich, sehr interessant. Ich wollte das mal so ein bisschen weitergeben, ja, dass die jungen Menschen sich darauf einstellen und müssen sich auch darauf einstellen. Raus in die Welt. Raus und, ja. Und Erfahrungen sammeln. Europa ist heute so groß geworden, da braucht man gar nicht mehr bis nach Amerika. Genau, ganz genau. Ja. Ich danke dir vielmals für den Anruf. Ja, gerne. Schön. Schöne Grüße in Richtung Berlin. Ja. Und dir alles Gute und deiner Familie. Ja, danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Hier ist die Jenny und Jenny ist 23. Hallo Jenny. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Das ist ja eine Überraschung, dass ich mal durchkomme. Und was geht's bei dir, Jenny? Ich rufe an zum Thema weiße Hexen. Ach, wie schön, wie schön. Das ging aber flott. Das ist ja toll. Ich muss euch nur sagen, ich möchte mit dem sprechen und schon seid ihr da. Ja. Das ist ja sensationell. Bist du eine weiße Hexe? Also ich denke, dass ich das bin, was viele Außenstehende als eine weiße Hexe sehen. Ah, wie spannend. Erzähl es uns. Was macht eine weiße Hexe aus? Also eigentlich gibt es da ziemlich viele verschiedene Richtungen. Mhm. Wir beschäftigen uns halt im Wesentlichen mit den Kräften, die in der Natur vorherrschen und wie man diese halt im Alltag auch einsetzen kann. Und das ist halt, glaube ich, das, was die Menschen im Allgemeinen als Magie bezeichnen. Was wären das zum Beispiel für Kräfte, die man im Alltag auch einsetzen kann? Ja, zum Beispiel, also viele würden es mit Sicherheit auch als Psychologie bezeichnen. Also wie kann ich mich selber prägen, sodass ich meine Ziele erreichen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie abnehmen möchte. Mhm. Also das mit magischen Praktiken verfolgen wollen würde. Ja, was wäre denn eine magische Praktik abzunehmen? Wie würde man das... Da gibt es halt viele Methoden zu, wie man sich zum Beispiel sein Idealbild auf einen Zettel malt, sich das dann halt bei schönem Kerzenlicht oder ähnlichem immer wieder vorstellt und sich halt so vor Augen führt, man nennt das halt Visualisieren, dass sich das halt immer tiefer einprägt und letztendlich wird mit Sicherheit dadurch das eigene Handeln und mit Sicherheit auch die Reaktionen aus der Umwelt werden so beeinflusst, dass man letztendlich diese Ziele verwirklichen kann. Also ja, das hat eigentlich damit zu tun, mit sehr viel Meditation, Konzentration auf sich selbst, der Disziplin. Genau, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Das ist sehr viel Arbeit mit sich selbst. Ja, das hat so mit Mystik und übernatürlichen Kräften nichts zu tun, oder? Viele sehen es halt so, weil sie diese Kräfte halt in der Natur so nicht erkennen können. Aber also das ist halt dieses Schwierige. Viele sehen es als das Übernatürliche, das Unheimliche, dass die Menschen etwas steuern können, was für andere halt total fern ist. Das siehst du aber nicht so. Ich sehe es einfach so, dass das ganz natürliche Kräfte sind, die man halt durch diese Ausbildung als Hexe zu steuern lernt. Mhm. Wahrscheinlich könnte man das auch in anderen Bereichen lernen. Ne? Könnte man in einer anderen Ausbildung vielleicht auch lernen, sich mehr auf sich zu konzentrieren und in sich hineinzuhorchen. Und mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, wo man es lernen könnte, aber vielleicht auch. Meditationen, sowas, ja. In den östlichen Religionen gibt es. Zum Beispiel, genau. In den fernöstlichen Religionen und die Rituale, die dort praktiziert werden, das ähnelt dem ja vielleicht. Stichwort Rituale. Hast du als weiße Hexe besondere Rituale? Ja, wir feiern die keltischen Jahreskreisfeste. Ja. Das sind 8 große Feste im Jahr. Aha. Hat das mit Sonnenwende zum Beispiel auch was zu tun? Ja, genau. Die richten sich nach den Sonnenwenden und also Sommersonnenwende, Wintersonnenwende und dann Tag- und Nachtgleichen. Ja. Und im Keltischen sind es halt 8 große Feste, die teilweise im Christentum angelehnt übernommen wurden. Ja. Und wir feiern dann halt Rituale schön mit sehr häufig draußen in der Natur, weil uns das auch wichtig ist. Also zum Beispiel steht ja jetzt die Sommersonnenwende bevor, 21. Genau. Juni. Genau. Was macht ihr da? Also wahrscheinlich werden wir an einen Platz gehen, auf einem Feld. Wir haben sehr viel Glück, dass wir eine in unserer Gruppe haben, deren Vater uns da als Bauer die Felder zur Verfügung stellt. Mhm. Dann ziehen wir halt einen magischen Kreis als Schutz, um uns abzugrenzen von der Umgebung. Wie viel seid ihr? Immer so zwischen 5 und 13, je nach Fest. Immer Frauen, da sind auch Männer bei? Da sind auch Männer bei, aber die sind eher rar gesät. Die sind rar, wie nennt man die? Die könnten sich dann vielleicht eher als Druiden oder Zauberer bezeichnen. Okay, da wird also ein Kreis gezogen. Genau. Und dann? Wir bauen einen Altar auf. Ja. Auf dem die 4 Elemente, Wasser, Erde, Feuer, Luft repräsentiert werden und rufen dann halt zu dem Fest passende Gottheiten an. Und diese Gottheiten, kommen die aus dem Keltischen, auch aus dem Germanischen oder woher kommen die?
Viele Gruppen nehmen da aus bestimmten mythologischen Hintergründen Gottheiten. Wir mixen sie relativ wild. Also wir rufen schon mal keltische Gottheiten an, schon mal germanische oder auch griechische oder ägyptische. Je nach den Aspekten, die da halt verkörpert werden. Und gut, dann werden die angerufen und gibt es dann auch ein Fest? Wird getanzt, getrunken oder wird gemeinsam irgendwas getan, gesungen oder was macht ihr noch? Ja, genau. Also das machen wir so häufig. Wir sammeln Energie, um diese dann später an die Natur abzugeben oder halt für bestimmte Zwecke zu steuern, also einzusetzen, für Gesundheit zum Beispiel. Das machen wir über Gesänge, über bestimmte Zeremonien. Wenn wir, sage ich jetzt mal zu Ostara, das ist dem Osterfest ähnlich, wenn wir Eier bemalen oder Saatgut aussehen. Ach, ihr bemalt auch Eier? Ja, das kommt ursprünglich aus dem Keltischen. Ach so, ach so. Da waren die Eier die Fruchtbarkeitssymbole der Göttin Eos. Ja, ja, ja. Klingt alles doch recht sympathisch so. Ja. Also, es hat nichts mit Grusel und Mystik zu tun. Na ja, gut, wenn ihr da eure Götter anbetet, ist ja auch okay, wenn ihr das. Was ist das oberste Gebot, das oberste Gesetz einer weißen Hexe? Das ist, tue, was du willst, solange du niemandem schadest. Kann jeder unterschreiben. Ja. Kann jeder unterschreiben. Also eine rundum gute Sache. Ja, und bringt dich und euch wahrscheinlich so im Leben gut voran. Ja, es ist eine sehr schöne Sache und super schöne Gemeinschaft und viele Generationen, die zusammenkommen. Auf jeden Fall ganz schön. Und was ich daraus gehört habe, ist jetzt, dass das sicher auch verbunden ist mit einem hohen Respekt vor der Natur. Ja, das ist halt bei uns das ganz Wichtige, also dass wir halt in jeglicher Form die Natur ehren. Mhm. Und deswegen, das ist halt, glaube ich, auch der Unterschied zwischen weißen und schwarzen Hexen, weil weiße Hexen sehen halt die Natur auch in jedem Menschen und wir könnten deswegen niemandem Schaden zufügen. Mhm. Bei schwarzen Hexen ist es dann halt so, dass sie diese Kräfte, die ich am Anfang beschrieben habe, einsetzen, um halt ihre eigenen Ziele auch zu Lasten von anderen zu erreichen, andere zu manipulieren. Ja, das lehnen wir halt strikt ab. Ja. Wir handeln halt so, dass es uns in der Natur gut bekommt und das ist das oberste Prinzip. Ja, also in jedem Naturschutzbund seid ihr herzlich willkommen wahrscheinlich. Ja. Kennst du schwarze Hexen? Ich habe mal die Bekanntschaft mit einer gemacht. Das war auch wirklich kein schönes Erlebnis. Ein bisschen unbedarft noch in etwas jüngeren Jahren. Haben wir da mal ein Ritual zusammen gefeiert. Und das war wirklich dann so, dass viele von uns, die in der Gruppe dabei waren, über Nächte hinweg Albträume hatten. Achso, die haben euch da irgendwas reingemixt. Sie hat uns auf jeden Fall ganz gehörig Angst eingejagt und sich, glaube ich, an diesem Machtgefühl sehr bereichert. Haben die denn, die schwarzen Hexen, auch diese gleichen Feste, wie du sie gerade beschrieben hast bei euch, wie ihr sie habt? Also Sonnenwende und also... Ich glaube, im Prinzip sind die Feste ja nichts, was für eine bestimmte Gruppierung vorbehalten ist. Es gibt mit Sicherheit auch einige, die schwarze Hexen sind in ihrem Handeln, das aber gar nicht so bewusst wahrnehmen, sich selber auch nicht als böse empfinden, das als aus Unwissenheit tun und vielleicht trotzdem die Feste feiern. Aber letztendlich kommt es, glaube ich, bei den schwarzen Hexen weniger um diesen Natur... geht es weniger um diesen Naturglauben, sondern mehr um Manipulation und um die Macht der Magie an sich. Glauben schwarze Hexe, soweit du das weißt, an Satan, an das Böse? Ja, da gibt es schon einige, von denen ich weiß, dass sie halt, sie sehen halt das Gute und das Böse beide auf der Welt existent und denken halt, dass das Böse das Mächtigere ist und beten es deshalb an. Ja. Das sind ja so Sachen, da redet man so drüber, wie wir jetzt mal, oder man sieht das in Filmen, in Spielfilmen, aber so im normalen Alltag fällt einem das ja alles überhaupt gar nicht auf. Auch die weißen Hexen fallen einem nicht auf. Ja. Sind so deiner Einschätzung nach, gibt es da viele Menschen, Frauen hauptsächlich, die sich so in diesen Szenen bewegen, oder ist das doch eine verschwindende Minderheit? Es wird in letzter Zeit mehr. Also wir organisieren halt auch Stammtische, um halt Gleichgesinnte zusammenzubringen. Ach so, dann wird auch lecker Bierchen getrunken. Ja, genau. Und dann reden wir halt erstmal ganz offen über diese Themen und Neugierige sind uns willkommen, um ihre Fragen zu stellen. Und es ist im Moment relativ viel Zulauf und in dieser schwarzmagischen Szene, das kann man, glaube ich, als weiße Hexe bekommt man es gar nicht so sehr mit, aber ich glaube, da ist die Dunkelziffer auch relativ hoch. Ja, wie schützt man sich vor einer schwarzen Hexe? Ja, es gibt zum Beispiel bestimmte Bannrituale, sodass man halt quasi sich selbst eine Art Schutzschild aufbaut, auch durch Visualisierung.
da gibt es bestimmte Symbole wie Pentagramme, die ja oft schlicherweise als etwas Böses interpretiert werden, die eigentlich vor dem bösen Blick ursprünglich schützen sollten. Ja, dann gibt es bestimmte Räucherungen, bestimmte Duftbeutelchen, allerlei Hausmittel, die man verwenden kann. Ja, um das Negative abzuwenden. Ja, ja. Für mich ist mein Geburtstag auch immer ein fast schon für mich auch so ein bisschen mystischer Tag, weil ich in der Nacht zur Wintersonnenwende Geburtstag habe. Solange ich nachdenken kann oder mich erinnern kann, war das schon auch immer ein besonderer Tag, weil das ist die längste Nacht des Jahres und dann verändert sich die Sonne ja wieder. Ja, es ist der Tag, an dem das Licht zurückkehrt, dann werden die Tage wieder länger. Eine schöne Symbolik. Ja. Eine schöne Symbolik. Ja, Jenny, das war sehr interessant. Wie oft trefft ihr euch so in euren Kreisen? Also die Stammtische haben wir einmal im Monat und die Feste feiern wir, wie gesagt, 8-mal im Jahr. Genau, und das nächste steht ja jetzt an demnächst. Genau. Genau, bald schon. Ja. Was machst du sonst so im Leben vom Beruf? Ich studiere. Was studierst du? Psychologie. Psychologie? Ja. Das ist ja sehr lustig, finde ich jetzt. Ja. Das ist ja sehr lustig. Was möchtest du als Psychologin mal irgendwann machen? Was ganz Unspektakuläres, was nicht wirklich was damit zu tun hat. Also ich möchte so ein bisschen in Marketing und Marktforschung. Ach so, gut, dann ist es was ganz anderes. Genau. Ich habe mir gerade vorgestellt, wenn du Psychotherapien machen würdest als Therapeutin, mit diesem Hintergrund wieder, da kämst du doch wahrscheinlich ein bisschen in Konflikt, ne? Mit dem, was du gelernt hast, mit der Lehre, also auf der Universität als Wissenschaft und deine private Verbindung zur Hexerei. Ja, es kommt drauf an. Also ich denke, mittlerweile entdeckt die Psychologie immer mehr, dass eine Spiritualität halt quasi auch eine ganz feste Säule in der Psychotherapie sein kann. Ja. Und andererseits, die Lehren von Jung sind doch da relativ ähnlich zu unserer Einstellung. Also da gibt es Berührungspunkte. Genau, stimmt, da hast du recht, da hast du wirklich recht, ja. Sehr schön. Jenny, danke für deinen Anruf und alles Gute. Ja, eine schöne Nacht. Haben Hexen einen Gruß oder einen Abschied? Gibt es ein besonderes Wort, was man sagt? Ja, blessed be. Wie heißt das? Bless? Blessed be. Sei gesegnet. Sei gesegnet. Ist immer gut. Klingt immer gut und kann immer nützen. Genau. Ich danke dir vielmals. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Schuld. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich sehr schuldig gemacht haben. Vielleicht sogar eklatant schuldig gemacht haben. Aber vielleicht auch nur eine relativ kleine Schuld haben, aber dennoch damit nicht zurechtkommen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die vielleicht auch eine große Schuld zu verantworten haben, aber einen Weg gefunden haben, damit klarzukommen. Das für mein Schuldreck kann man vielleicht nicht wieder gut machen, aber vielleicht habt ihr irgendwie eine Lösung gefunden, wie ihr dennoch leben könnt. Schuld, das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer. Um 1 beginnt die Sendung. Während der Sendung könnt ihr natürlich auch anrufen. Jetzt bin ich verbunden mit Petra. Petra ist 29. Hallo Petra. Hallo. Hallo Petra. Um was geht's bei dir? Ein bisschen schwierig, glaube ich. Also, oder auch nicht, je nachdem. Also ich bin seit 1,5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Und wir wollten zusammenziehen. Wir haben auch schon die Wohnung angemietet. Seit über einem halben Jahr und wir haben auch schon Möbel gekauft, im Wert von vielleicht 5.000 Euro oder so. Ja, und jetzt, glaube ich, möchte er nicht mehr mit mir zusammenziehen. Bitte? Jetzt? Jetzt möchte er, glaube ich, nicht mehr mit mir zusammenziehen. Das glaubst du? Hat er das nicht klar gesagt? Also er äußert sich leider nicht klar. Also ich suche das Gespräch mit ihm permanent. Ja. Aber er... Seit wann ist das denn jetzt so, dass du so eine Distanz merkst? Also Distanz haben wir auch schon also seit 2,5 Monaten etwa. Also wir haben uns schon seit 2,5 Monaten nicht gesehen. Ihr habt euch seit 2,5 Monaten gar nicht gesehen? Nee. Ach. Wobei das halt von ihm aus wohl eher geht und nicht von mir. Und für wann war das geplant mit dem Zusammenziehen? Also der eigentliche Umzug halt in den Osterferien. Also deshalb auch, weil, also ich habe zwei Söhne und einer ist schon im schulfähigen Alter, dass der dann halt wechselt zu den Osterferien. Und da hat sich das Ganze nochmal verschoben. Aber es gibt, aber es gibt schon eine angemietete Wohnung oder noch? Genau, es gibt schon alles. Und in dieser Wohnung stehen auch die neuen Möbel schon? Nee, die stehen bei mir hier noch im Haus. Also ich habe hier ein Haus und steht halt bei mir im Augenblick noch alles unter. Das heißt, diese Wohnung muss finanziert werden, die angemietet ist?
Ja, genau. Im Moment, du wohnst noch in deiner Wohnung, in deinem Haus und er wohnt in seiner Wohnung. Nee, er wohnt schon in der neuen Wohnung seit einiger Zeit, ja. Ach so. Also er hat halt viel dort selbst renoviert dann auch und fertig gemacht, weil ich halt so zeitlich nicht die Möglichkeit habe, auch da ständig hinherzufahren. Und aber du ziehst noch nicht dorthin, weil er das irgendwie nicht will, glaubst du? Ja, also er sagt es nicht direkt. Aber was ist denn da los? Petra, ich möchte nicht mit dir zusammenziehen, das kriegt er nicht über Lippen. Aber er kriegt halt ständig über die Lippen, ja, ich lieb dich und ich vermisse dich und bla bla bla, aber irgendwie das wie weit wohnt ihr voneinander entfernt? Eine Stunde. Und warum habt ihr euch jetzt 2,5 Monate nicht gesehen? Weiß ich nicht. Aber ihr telefoniert? Wir telefonieren ständig, ja. Ständig? Ja. Ja, also, was ist denn da los? Hey, ja, aber warum macht keiner, warum sagst du nicht, ich komme vorbei? Ja, das ist irgendwie total seltsam. Ich sag ihm ständig, ja, ich komme jetzt vorbei. Und dann sagt er, nee, also der ist jetzt gerade da und ist halt jetzt zu schlecht. Der hat jetzt keine Lust auf Gerede irgendwie, dass da andere Leute wieder reden und so weiter. Und dann gebe ich natürlich auch kleinen Beinen und sage ich, ja gut, dann komme ich halt nicht, dann lass es halt. Aber und er kommt auch nicht, er sagt auch nicht von sich aus, ich komme dich besuchen. Nee, weil der ist grundsätzlich, findet er so, ja, als wenn man halt, also der kehrt vielleicht lieber die Problematik unter den Teppich, anstatt jetzt mal offen darüber zu sprechen. Also im Prinzip das Gegenteil. Also es gibt immer irgendwelche seltsamen Ausreden, warum du nicht kommen sollst. Ja. Obwohl das eure gemeinsame neue Wohnung ist. Ja. Und er sagt auch gar nicht mehr, wann passiert der Umzug. Es wird gar nicht mehr thematisiert. Also es wird schon thematisiert, weil ich es eben thematisiere. Mhm. Weil ich halt nachfrage, ja, wann denkst du, ist es denn soweit und wie lange soll das jetzt noch dauern und bla bla bla. Aber er sagt mir halt auch nichts Konkretes. Er verschiebt das irgendwie so. Das ist so. Er verschiebt es ständig, ja. Mhm. Ich meine, ich weiß, dass er im Augenblick auch eine schwere Zeit hat, weil er selbst eine Therapie im Augenblick macht, wo er seine Kindheit verarbeitet. Und ich weiß halt, Das ist aber alles noch kein Grund. Nee, denke ich. Ich meine, in so einer Situation denkt man als Partner natürlich alles. Zum Beispiel denkst du bestimmt auch darüber nach oder hast darüber nachgedacht, hat er eine andere? Nee. Also das weiß ich. Das wäre nicht. Er ist nicht der Typ und das ist auch gar nicht mein Gedanke und das weiß ich einfach. Was ist deine Mutmaßung? Er geht auf Distanz offensichtlich zu dir. Er will im Moment nicht, dass ihr zusammenzieht. Warum? Ja. Ich vermute, dass er vielleicht Angst hat, so Verantwortung zu übernehmen. Wegen der Kinder auch. Ja, genau. Also er selber, die sind nicht von ihm, die Kinder. Das habe ich schon verstanden, ja. Aber dennoch muss er die Verantwortung ja auch mit übernehmen, genau. Wenn ihr zusammen wohnt. Und das ist ja deine Familie quasi. Genau. Mhm. Ich meine, ich bin halt auch noch im Erziehungsurlaub im Augenblick, bis November noch. Deine Kinder sind wie alt? 2,5 und 8. 2,5 und 8. Kommt er denn eigentlich mit den Kindern gut klar? Ja, super. Super. Der hat auch von Adoption und so Sachen geredet. Mhm. Ich meine, und Verlobung und Hochzeiten am besten alles sofort und nicht irgendwie noch rausschieben oder so. Wie alt ist er? Er ist wird 35. 35. Mhm. Weißt du, was ich an deiner Stelle machen würde, Petra? Mhm. Ich würde da gar nicht lange fackeln. Ich würde mich ins Auto setzen oder den Zug nehmen, wie auch immer du das machst, und würde da hinfahren. Und dann stehst du vor der Tür. Und dann würde ich ihm sagen, pass mal auf, ich liebe dich über alles. Davon gehe ich mal aus, in deinem Fall. Ist das so? Ja, absolut schon. So, ich liebe dich über alles, aber wir müssen jetzt hier reden. Wir müssen eine Klärung schaffen. Wir müssen das zusammen schaffen. Du bist Therapie erfahren. Er weiß, wie das geht. Wenn er das nicht alleine aussprechen kann, dann geh du zusammen mit ihm zu seinem Therapeuten. Und das hatte ich angeboten. Mhm. Und also er sagt, dass seine Therapeutin das nicht möchte. Okay, dann will die Dame das nicht, dann geht ihr zusammen zu einer Eheberatung oder zu einer Partnerberatung. Partnerberatung, ja. Genau. Ja. Würde ich machen. Also da würde ich das gar nicht lange mehr zögern und am Telefon hin und her nörgeln. Ich würde hinfahren, auch nicht groß anmelden. Das Recht hast du doch, es ist doch eure Wohnung. Ja, eben, das ist es eben. Ich meine... Und du gehst ja mit gutem Willen dahin. Du willst ihn ja nicht irgendwie beschimpfen und unter Druck setzen oder so. In gewisser Weise schon unter Druck setzen, da ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Aber er muss halt verstehen, dass das eine Situation ist, die nicht haltbar ist. Nee, haltbar ist es nicht. Natürlich. Ich meine, das ist ein Kerl von 35 Jahren. Dann soll der gefälligst seinen Mund aufmachen, was los ist. Und zu den Dingen stehen, die er empfindet im Moment und sich auch auseinandersetzen mit dir. Und wenn er das alleine nicht kann, was man ja auch verstehen kann unter Wissen und Umständen, manchmal können Menschen das nicht, dann geht ihr zusammen zu einer Beratungsstelle. Hm. Und ich würde mich auch schon vorbereiten an deiner Stelle, wo eine ist, und gleich Nägel mit Köpfen machen und ihm sagen, pass auf, gut, dann ich habe einen Termin, lass uns da hingehen.
Ja. Ja, ich würde es so machen. Ich meine, du 2,5 Monate sich nicht sehen und vorher noch und eine gemeinsame Wohnung planen für 5.000 Euro in Möbel kaufen, geht nicht. Das geht gar nicht. Nee, eben, das ist es eben. Also ich verstehe das auch nicht. Zumal, also das Doofe ist, dass er sich so sehr von anderen Leuten beeinflussen lässt. Mhm. Und dass er natürlich dann auch anfängt zu wanken. Mhm. Im Prinzip kann ich das verstehen. Also, aber auch, ja gut. Aber bin halt gar nicht so der Typ. Ja, also wenn du zu ihm fährst, ich programmiere dich vorher so, dass du da auf keinen Fall irgendwie aggressiv bist oder schimpfst, sondern dass du ihm sachlich erklärst, dass das einfach so kein Zustand ist und dass es für dich auch sehr verletzend ist, so wie das jetzt läuft. Und dass ihr gemeinsam, euch ist beiden was dran gelegen, wenn ihm auch wirklich was dran gelegen ist, was wir ja auch noch nicht genau wissen. Was, ne? Das kann ja auch nur eine ganz neue Variante ins Spiel kommen, dass er einfach sagt, die Liebe ist weg. Ja, das ist nicht bei dem so. Okay. Ich auch und das sagt er mir auch. Okay, irgendwie. Umso besser. Aber das Fragezeichen ist halt ja, warum läuft es jetzt eben so seit 2,5 Monaten und wieso macht er da jetzt so den Rückzieher in der gemeinsamen Wohnung? Und dieses fände eine Klärung in Anwesenheit eines wirklich kompetenten Menschen. So, jetzt legst du auf, wir rufen dich zurück, meine Psychologin ruft dich an. Ja. Und dann geben wir dir ein paar Beratungsstellen in deiner Gegend an die Hand oder vielleicht auch da, wo er wohnt, kannst du ja mit meiner Psychologin besprechen. Ja. Und dann wünsche ich gutes Gelingen und alles Gute für euch vor allen Dingen. Vielen Dank. Alles Liebe, Petra. Ja. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Sabine. Sabine ist 43. Guten Morgen, Sabine. Hallo, Sabine. Ja, hallo. Ja, hallo, Sabine. Hallo. Hörst du mich? Ja. Es wäre sehr schön, wenn du den Fernseher oder das Radio ganz ausmachen würdest. Oder den Ton völlig abdrehen wird. Ja, ist erledigt. Genau. Sabine, um was geht's denn? Es geht um meinen Sohn, der ist 16. Ja. Hat eine Freundin, die ist 26. Ja. Und der Ex, der kommt laufend und macht dadurch Stress. Der Ex von der Freundin macht Stress? Ja, und nur, wenn ich jetzt zu meinem Sohn da was sage, dann denkt mein Sohn, ich will ihn auseinanderbringen. Hm. Was heißt denn, der Ex macht Stress? Der hat uns beleidigt auch, hat Dinge erfunden, was gar nicht an dem ist. Hm. Bedroht er denn deinen Sohn auch? Ja. Gab es schon Übergriffe, körperliche Übergriffe? Nein, gab es noch nicht. Hm. Aber er hat gesagt, damit er meinen Sohn hauen will, hat auch gesagt, damit er mir hauen will. Angeblich soll ich ihm wohl den Kontakt mit seinen Kindern unterbinden, so, und da habe ich gesagt, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Mit seinen Kindern, also von dem. Ja. Also die haben gemeinsam Kinder, die Freundin von deinem Sohn und der Ex? Ja, zwei. Wie alt sind die? 5 und 6. Siehst du diesen Altersunterschied als Problem? Die Freundin ist 26 und hat 2 Kinder und dein Junge ist 16 Jahre alt. Also für meinen Sohn jetzt, muss ich sagen, es ist eigentlich gut. Er hat sich, weil er vorher auch schon öfters Probleme gemacht hat und so, ganz schön geändert. Ja. Ja, aber ich habe Angst, damit er durch ihr andersrum auch wieder absagt, durch den Freund, weil er laufend da ist und er auch schon gesessen hat mit einem Messer. Wer hat gesessen mit einem Messer? Mein Sohn. Wie meinst du das? Er hat gesessen mit einem Messer. Ja, weil er auch gesagt hat, na, wenn er laufend da ist, dann geh ich rüber und tue ihm was an. Ach so. Du hast Angst, dass dein Sohn auch durchdreht und dass der irgendwas machen kann. Ja. Dein Sohn hat ein Messer dabei gehabt. Das verstehe ich erst. Mhm. Verstehe. Weil welche Position, welche Meinung, Haltung hat denn die Freundin von deinem Sohn? Was sagt die denn zu dem ganzen Dilemma? Ja, ich bin auch der Meinung, damit sie wohl nicht so recht weiß, was sie will. Mhm. Ja. Dieses ganze Theater geht ja schon wie lange? Halbes Jahr. Das geht natürlich an, das zehrt an den Nerven. Ja. Sie macht keinen klaren Schlussstrich. Sie sagt nicht jetzt zu dem Ex, hör auf, ich will jetzt nicht mehr, Schluss aus, lass mich in Ruhe. Das macht sie nicht. Nein. Sie sagt immer, er ist ja der Vater von ihren Kindern und der muss ja seine Kinder auch besuchen können. Also kann man sich letztendlich gar nicht endgültig von dem Typ trennen, weil er eben der Vater der Kinder ist.
Ja, so. Und du hast Angst um deinen Sohn. Ich verstehe. Ich verstehe. Sabine, jetzt geht meine Sendung gleich vorbei. Ich möchte aber auf jeden Fall, dass wir ausführlich mit dir noch weiter sprechen, denn da gibt's ja noch einiges zu erzählen und zu reden. Mhm. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay. Ja, danke. Bis gleich. Okay, bis tschüss. Gleich. Tschüss. So, liebe Leute, in der Technik, Gero Kuntermann. Und unser Thema morgen heißt Schuld. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die große Schuld haben und damit nicht fertig werden, oder die große Schuld haben und einen Weg gefunden haben, damit fertig zu werden. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir wieder da. Radio 1 Live.